Quizfrage. Warum tun so viele Menschen nicht gerne Bücher lesen? Warum? Weil ihnen in der Schule alles aufgezwungen wurde. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, heute möchte ich euch dazu anregen, eure eigenen Unterrichtsmethoden oder Inhalte zu überdenken, damit ihr eure Schüler mehr motivieren könnt. Und ein großes Problem, das dieses Schulsystem und die ganzen Lehrpläne und so weiter haben, ist, dass einfach alles fast immer vorgegeben ist. 90 oder 100% der Lerninhalte sind immer vorgegeben. Und wir werfen unseren Schülern immer vor, dass sie faul sind, unmotiviert sind und keine Lust haben. Aber Neurowissenschaftler, Entwicklungspsychologen haben aufgezeigt, die Menschen sind neugierig. Der Mensch ist neugierig. Der Mensch will lernen. Das Gehirn will lernen und junge Kinder wollen eigentlich wirklich lernen. Aber vielleicht nicht nur immer, wenn ihnen alles immer einfach ganz genau vorgeschrieben wird und sie halt nicht immer den Sinn dahinter sehen, was sie da gerade lernen. Und jetzt möchte ich euch dazu ermutigen, euch zu überlegen, welchen Teil meines Unterrichtes, und zwar wirklich unabhängig davon, welches Fach das ist, könnte ich so gestalten, dass die Schüler selber irgendein Projekt gestalten. Wirklich, sei es in der Mathematik, im Deutsch, in der Geschichte, in Fremdsprachen, vielleicht sogar im Sportunterricht. Wie könnte ich beispielsweise 20% meines Unterrichtes zum Beispiel, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr, der Zeit den Schülerinnen so zur Verfügung stellen, dass jede Person, jeder Mensch aus der Klasse selber gestalten kann und wählen kann, was für Lerninhalte, dass er oder sie lernen möchte. Schon natürlich im Zusammenhang mit dem Fach, aber wirklich komplett frei gestalten. Und das muss ja auch nicht immer heißen, dass du als Lehrperson mehr Aufwand hast, nur weil es individueller Lernen ist, sondern du kannst dir mal grundsätzlich einen Grundstock an Material zur Verfügung stellen, an Literatur, an Büchern, an vielleicht hast du sogar noch Computer in der Schule, die du benutzen kannst oder Tablets oder was auch immer. Und du schaust, dass die Schülerinnen selbstständig wählen, was sie genau lernen wollen. Ich habe das beispielsweise in meinem Deutschunterricht gemacht mit Büchern, eben mit Lesen. Und ich habe gemerkt, wenn ich den Schülern immer vorschreibe, welches Buch das sie lesen müssen, dann ist schon mal die Hälfte unmotiviert. Stattdessen habe ich mir überlegt, jetzt kann jeder sein eigenes Buch wählen. Und ich hatte Schüler, die haben während 4-5 Wochen wirklich die faulen, unmotivierten Schüler, die Schüler, die überall nur ungenügende Noten schreiben, die sind plötzlich zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Karls, das macht total Spaß. Weil der eine Schüler beispielsweise, der hat ein bisschen frecher, sage ich mal, ein Lausbube, der hat ein Buch über einen Gefängnisinsassen gelesen und das hat ihn total interessiert. Und der hat dann kurz einmal im Unterricht 3 Minuten über sein Buch gesprochen und ich habe diesen Schüler noch nie so gesehen. Der war richtig begeistert davon und hat einfach von selbst angefangen zu lesen. Und das ist echte intrinsische Motivation, wenn die Schüler selber einen Teil bestimmen können und selber Verantwortung für ihr Lernen übernehmen können. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gestalte ich das als Lehrperson? Ist das nicht ein Riesenaufwand? Und so 2 wichtige Dinge ist sicher der Zeitrahmen und die Beurteilung. Und bei dem Zeitrahmen gibt es grundsätzlich vielleicht 2 Optionen. Das eine ist, du sagst, gut, ich habe 4-5 Lektionen, ich sage jetzt gerade Deutsch, die Woche. Und immer in der einen gleichen Lektion, da könnt ihr frei in eurem Projekt arbeiten. Das ist eine Option. Oder ihr sagt, wir starten heute und ihr seid 4-5 Wochen an eurem eigenen Projekt. Und bei der Beurteilung musst du dir halt überlegen, gibt es Grundkriterien, die ich auf alles anwenden kann? Und das gibt es grundsätzlich. Natürlich, im Schluss muss das irgendwie das Ganze präsentiert werden, vielleicht sogar geprüft werden. Und schlussendlich muss das Ganze irgendwie verständlich sein, einen roten Faden haben, mehr oder weniger vollständig sein. Aber das Tolle ist natürlich, dass die Schüler trotzdem in ihren eigenen Stärken und Schwächen, in ihren Maßen an ihrem Projekt arbeiten können. Das heißt, Schwächere können wirklich sich Zeit nehmen und haben vielleicht ein bisschen weniger. Dafür ist es wirklich qualitativ, als dass sie eben versuchen, das, was man als Lehrperson immer vorgibt, in so einem Maße alles nur so halbherzig machen. Stattdessen machen die Schwächen vielleicht ein bisschen etwas und dafür machen sie es richtig gut. Und gerade bei meinem Buchprojekt im Deutschunterricht, die stärkeren Schüler, ich hatte wirklich mehrere starke Schüler, die hatten am Schluss des Buchprojektes nicht nur ein Buch gelesen, die hatten 3 Bücher gelesen. Also bei der Beurteilung musst du dir einfach überlegen, gut, wie kann ich vielleicht grundsätzlich 3-4 Kriterien auf alle Projekte anwenden und wie kann ich vielleicht auf individuelle Projekte, egal ob es zum Schluss eine Präsentation ist oder vielleicht ein Dossier oder ein Plakat oder was auch immer, das musst du dir halt überlegen und mit den Schülern individuell vielleicht abmachen, wer wie was abgibt und wie du dann individuell noch vielleicht
je nach Projekt das Ganze beurteilst. Und ein Kriterium ist sicher auch Prozess, also quasi, was ist am Anfang vorhanden beim Schüler und was kommt am Schluss raus? Und gibt es da eine echte Steigerung oder bleibt es ein bisschen flach, die ganze Leistung? Das musst du dir halt als Lehrperson überlegen. Also ich möchte dich einfach ermutigen, dass du vielleicht für nächstes Semester dir mal überlegst, welchen Teil meines Unterrichts kann ich wirklich so frei den Schülerinnen zur Verfügung stellen. Und natürlich, die Schwächeren werden vielleicht ein bisschen mehr Führung und mehr Unterstützung brauchen, aber durch diese offene Zeit wirst du auch mehr Zeit für die schwächeren Schüler haben und die Stärken, die werden oft von selbst laufen. Die sind meist so selbstständig bereits, dass die selber ihre Arbeit erledigen können und Neues lernen können. Und abschließend möchte ich einfach noch ein Beispiel machen, und zwar gibt es Firmen, und zwar mehrere Firmen, und ein Beispiel ist Google, die ihren Mitarbeitern 20% der Zeit, das heißt einen Tag der Woche, man muss sich mal vorstellen, einen ganzen von 5 Tagen stellen sie ihren Mitarbeitern zur Verfügung, damit sie auch an einem eigenen Projekt arbeiten können. Und aus dieser Zeit ist unter anderem Gmail und zum Beispiel Google News. Ich meine, Gmail, überlegt euch mal, die meisten von euch werden Gmail benutzen. Gmail ist von Programmierern und Entwicklern bei Google entstanden aus 20% der Zeit, die sie selbst frei einsetzen konnten und selbst gesteuert und motiviert so erschaffen konnten, wie sie es für sich richtig halten. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Ich hoffe, ihr nehmt den Mut zusammen. Und es braucht nicht immer viel mehr Aufwand. Du musst dir einfach überlegen, wie kann ich wo was minimieren und reduzieren, so dass es auch bei der Beurteilung natürlich nicht völlig explodiert und trotzdem irgendwie ergiebig für dich als Lehrperson und natürlich unbedingt für die Schülerin hauptsächlich wird. Das war's. Wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut. Ciao.